geile Nudeln auf einer kleinen Bushcraft-Tour einfach die Natur genießen bei wunderschönem Wetter. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei meiner kleinen Bushcraft-Tour mit dabei bist. Ich möchte, bevor wir einmal richtig loslegen, euch einen kleinen geilen Platz zeigen. Einfach was Schönes, was sozusagen die Natur selbst erschaffen hat und wo der Mensch meiner Meinung nach ein bisschen Mist gebaut hat. Tja, ist das hier nicht ein wunderschöner kleiner Platz, so komplett überdacht vom Tannengeäst? Beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, ob das Tannen sind. Ich glaube nicht. Und hier so richtig schön mit der Wiese, ja, mit diesem kleinen hohen Grasabschnitt. Dann verläuft hier unten das Flussbett. Und das ist einfach ein fantastischer Platz, der hier auch in der Nähe von meinem Lieblings-Buschkraft-Lagerplatz ist. Jetzt gibt es aber ein Problem. Hier waren sowohl früher als auch kürzlich eindeutig Menschen. Zum einen sieht man hier eine Feuerstelle, die schätzungsweise vom letzten Jahr ist, vielleicht sogar vom vorletzten Jahr. Einmal die hier, sie ist halbwegs abgesichert. Ja, ich meine, da sind Steine drumherum, da vorne läuft hier der Fluss lang. Das ist nicht so das Problem. Und auch, dass ein bisschen gebaut worden ist, stört mich eigentlich überhaupt nicht. Weil hier hinter kann man hinter mir sehen, so ein bisschen so kleine Balken an einem Baumstamm. Ich versuche das kurz für euch einzufangen. Als Sitzgelegenheit. Jetzt ist es aber so, dass direkt daneben hier unten eine Hake rumliegt, einfach so mitten im Wald. Da seht ihr, dass hier einfach mal eine Hake mitten im Wald einfach so rumliegt. Das heißt, auf jeden Fall haben die Menschen, die hier vor knapp 1 bis 2 Jahren waren, Mist gebaut. Und jetzt ist es noch so, dass auf jeden Fall auch noch hier länger irgendwas war, also vor längerer Zeit, das mehr als 1-2 Jahre zurückliegt. Und zwar sehen wir hier ein großes, grobes Holzstück, das ein bisschen aussieht, ja, wie eine Tür, möchte ich sagen, vielleicht sogar. Eine Art von Boden, vielleicht stand hier auch mal ein Jägerstand, ich kann es nicht genau sagen. Also ist es das erste Lost Place auf dem Kanal von Alvo? Nein, natürlich ist es das nicht. Ne? Ich werde zwar mal Lost Places angehen, mache das auch privat schon mal ein bisschen, habe es nur noch bis jetzt nicht gefilmt, aber man sieht auf jeden Fall, so ein Wald, wenn man richtig sucht, man findet immer irgendwo Zivilisation. So ist das halt einfach in der Kulturlandschaft Deutschland. Ne? Überall war eigentlich schon immer mal ein Mensch. Ich bitte euch nur, lasst keine Haken im Wald zurückliegen. Und wenn ihr eine Feuerstelle macht, vielleicht am Ende nochmal, wenn ihr sicher seid, dass alles aus ist natürlich, die Feuerstelle richtig zu verteilen und so. Ne? Also, dass das da nicht so konzentriert auf einem Fleck rumliegt, das ist halt, ja, ich finde es ein bisschen unschön. Aber das kann natürlich auch jeder ein bisschen für sich entscheiden. Solange man sich an die Gesetze hält, habe ich nie was zu meckern. Und wenn man sich manchmal nicht an die Gesetze hält, dann sollte man einen guten Grund dafür haben. Dann bin ich vielleicht selber auch manchmal nicht ganz mit einer weißen Weste unterwegs. Hallo, Subweiß. Der ein oder andere von euch wird es wissen, jetzt ist Schon- und Brutzeit oder Brut- und Setzzeit oder Schon- und Setzzeit. Auf jeden Fall, die Tiere kriegen gerade sozusagen ihre Kinder, vor allen Dingen natürlich die Rehe sind in diesem Bereich schützenswert. Das heißt, der Gesetzgeber hat vom 1. April, ich glaube bis Juli, ich weiß jetzt nicht, ob Anfang oder Ende Juli, ein Gesetz irgendwann mal erlassen, dass Hunde Leinenpflicht haben, damit sie nicht die Kinder der Tiere verletzen, ja, die gerade sozusagen in ihren Nestern hocken und natürlich noch völlig schutzlos sind. Denn selbst der schwächste, kleinste Kläffer hat einfach eine Art von Jagdtrieb, dass er so kleine Viecher angehen könnte, einfach nur, weil es ihn interessiert. Vielleicht beißt er sie nicht tot, aber er trennt sie damit dauerhaft vielleicht von den Eltern, die das Kind natürlich aufziehen müssen, ja, von den Rehen. Das heißt, es ist immer schlecht, wenn der Hund frei rumläuft und die Kitze findet. Das heißt, Samwise läuft ab jetzt immer mit einer Leine rum und wenn er wie jetzt gerade frei ganz kurz laufen darf, weil ich filmen muss, ne? Oder wenn ich meine Hängematte sitze und gerade was schnitze oder so, dann muss ich ihn halt ganz exakt im Auge behalten. Und wenn er sich auch nur 3 Millimeter zu weit, Samwise, komm mal her, von mir entfernt, ja fein, von mir entfernt, dann wird er natürlich zurückgerufen. Aber die meiste Zeit über ist er komplett
ja, jetzt direkt immer mit mir verbunden. Das ist halt von gesetzlich so vorgeschrieben. Es ist jetzt so, dass er ein Hütehund ist und nie weit von mir weg ist. Das heißt, er ist jetzt nicht wie ein Beagle oder so, der ein richtiger Jagdhund ist. Wirklich schnell weg. Aber ne, wir halten uns ans Gesetz und allgemein an die Sicherheit. Das heißt, ich versuche immer, dass er bei mir in der Nähe bleibt und dass auf jeden Fall nichts schief geht im Endeffekt. Meine Hängematte habe ich schon gespannt. Oh, ich wandere noch einen kleinen Hügel rauf, um zu meinem Lagerplatz zu kommen. Und dann kochen wir endlich mal, denn ich habe schon ordentlich Hunger. Und heute habe ich mir was Leckeres, Kleines, aber sehr Einfaches vorgenommen. Ha, da werdet ihr euch auch freuen. Eben habe ich schon wieder 4 Zecken aus Samwise Fell rausgeholt. Es ist unfassbar. Der Hund saugt die förmlich auf wie so ein Schwamm. Deshalb habe ich mich auch ein bisschen über Zecken informiert. Das möchte ich aber in einem gesonderten Video machen. Freut euch drauf. So, wir haben wieder den allseits beliebten Jutebeutel dabei. Etwas Geheimzutat. Dazu ein Topf. Da ist doch was drin. Ja, ein Mozzarella und oh, ich dachte, die hätte ich vergessen. Lecker Snack für klein zwischendurch, bis das ganze Essen mal fertig ist. Ein paar Pappardelle-Nudeln, also im Prinzip ja Bandnudeln. Den Trangia-Kocher, ein bisschen Gewürzmischung und Tomatenmark. Irgendwie fehlt da, glaube ich, noch was. Ja, wir brauchen nämlich noch Wasser. So, Wasser haben wir. Dann setzen wir doch mal das leckere Essen auf. Beziehungsweise geben uns gleich noch ein bisschen Stärkung. Was brauchen wir denn? Auf jeden Fall erstmal den Trangia anmachen. Ja, das habe ich mir schon mal sehr gut überlegt, muss ich sagen. Ja, vielleicht machen wir einfach nicht alle Nudeln rein, wa? Gucken wir mal, wie wir das am besten hinkriegen. So, aufkochen lassen. Viele von euch wissen ja mittlerweile, dass ich Mittelalter mache und auch einen kleinen Mittelalter-Kanal habe, wo allerdings praktisch überhaupt nichts kommt, weil ich meistens nicht zum Film komme, während Mittelalter-Märkten. Und der erste Markt war jetzt schon ziemlich cool. Also das Wetter fantastisch, genauso wie heute auch. Wir haben gerade eine schöne Wetterperiode in Norddeutschland. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Markt an sich in Briedling war wunderbar. Und ich habe auch jemanden getroffen, den Benjamin. Gruß an dieser Stelle nochmal. Ja, wir sehen uns bestimmt, wie du sagtest, in Lomühl nochmal. Je nachdem, ob ich natürlich Zeit für Lomühl habe, das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, die Nudeln sind langsam fertig. Ich hole euch gleich mal ein bisschen näher ran, damit ihr das ansehen könnt. Ja? Wir nehmen die Nudeln raus und machen uns dann schöne kleine Soße mit ein bisschen Tomate und Mozzarella. Ne? Also hier machen wir Soße draus und dann lösen wir den Käse da drin auf und würzen das Ganze ein bisschen. Kleine, nette Esssache. Übrigens, wenn ihr Nudeln draußen machen wollt, dann macht das nicht so, wie ich manchmal dämlicherweise mache mit Aufkochnudeln, sondern nehmt leicht vorgegarte Nudeln. Die kennt ihr vielleicht aus dem Kühlregal, die man dann schon 2-3 Minuten kochen muss, aber die man nicht so komplett einmal aufkochen muss, weil man ansonsten ziemlich lange braucht. Man braucht dafür sehr viel an Treibstoff, also in diesem Fall Spiritus für den Trangia-Kocher hier. So, wir gucken jetzt mal, was für ein Al-Dente-Grad wir denn überhaupt haben. Hallo, ich bin eine lange Nudel. So. Aha. Schmatz, schmatz, schmatz. Super. So, in der Mangelung besseren Geschirrs füllen wir jetzt einfach die Nudeln sozusagen um auf den Deckel, weil ich habe alles mal wieder vergessen, was man so vergessen kann. Nur das Tomatenmark. Das Tomatenmark habe ich nicht vergessen. Ja, das ist mir wichtig gerade zu erwähnen, dass ich das nicht vergessen habe. So, wir kippen kurz ein bisschen Wasser weg, denn wir brauchen nicht alles davon. Soße. Mozzarella. Ausleeren, Salzlake raus. Klein schneiden. Und jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einkochen, damit der Käse schmilzt. Der Käse hat sich jetzt schön drin aufgelöst und jetzt packen wir die Nudeln mal wieder zurück, damit wir die da schön einrühren können. Das macht das ganze Essen einfach praktischer. Wenn man jetzt einen richtigen Teller hätte, könnte man natürlich schön zu Hause das drapieren und vielleicht noch ein frisches Basilikumblatt drauflegen, ja, von der Fensterbank. Oder ich glaube, ich hätte gerade Lust auf Rosmarin drauflegen. Aber das ist halt nur zu Hause, ne? Draußen ist draußen. Da hat man nicht immer alle Sachen, die man zu Hause hat.
Und ich denke, genau das macht das Draußensein und auch das Draußenkochen ja gerade aus. Ne? Einfache Sachen, die vielleicht drinnen nicht super toll schmecken würden, aber die draußen umso leckerer sind. Ich würde sagen, dann gönnen wir uns doch einfach mal die leckeren Nudeln. Obwohl, ob sie lecker sind, weiß ich noch gar nicht. Das werden wir jetzt erst herausfinden. Ja, sind leckere, schöne Tomatennudeln. Könnte ein bisschen stärker gewürzt sein. Ich würze es nochmal nach. Lecker, Freunde. Einfach. Passt schon. Den Rest kriegt wie immer der Hund. Der freut sich immer unglaublich drauf. Sitzt immer so vor mir. Und dann sage ich nicht betteln. Und dann geht er so ein bisschen weg. Aber er will dann auch nicht ganz weggehen. Naja, es macht ihm eine Freude, alles auszulecken. Dann ist ja alles in Ordnung, ne? Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen voll und mache erstmal einen kleinen Spaziergang. Kommt doch mit. Über eine kleine Sache wollte ich noch kurz mit dir sprechen. Und zwar, auch wenn ich heute mal wieder an einem neuen Platz bin, muss ich sagen, mittlerweile kenne ich diesen Wald, den ich auch eigentlich schon mittlerweile meinen Wald nenne, auch wenn er mir natürlich rechtlich nicht gehört, in- und auswendig. Also ich bin mehrmals außenrum gewandert, ich bin alle Wege innen drin mehrmals abgewandert. Ich kenne, ja, eigentlich kann ich die Bäume mittlerweile fast mit Namen ansprechen. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht mehr so spannend, ehrlich gesagt. Oh Gott, mag Alvo die Natur nicht mehr? Doch, ganz im Gegenteil, ich will sogar noch viel mehr Natur sehen. Aber ich möchte, glaube ich, mal ein paar mehr Wälder hier in der Umgebung erkunden. Also noch deutlich weit entferntere Wälder. Warum ich das anspreche ist, weil ich habe gar keinen Führerschein. Das wissen die meisten gar nicht so genau. Eigentlich habe ich das, glaube ich, noch nie erzählt, dass ich keinen Führerschein habe oder wenn nur mal am Rande. Ich kann Auto fahren, das ist mir beigebracht worden. Ich habe auch einen Staplerführerschein und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht die Erlaubnis, sozusagen das Auto zu benutzen, was meine Freundin und ich uns angeschafft haben. Das heißt, ich habe sozusagen ein Auto, aber ich habe keinen Führerschein. Ich habe jetzt gerade die theoretische Führerscheinprüfung bestanden, bin jetzt mit den Pflichtstunden fast durch und werde dann in den nächsten Wochen irgendwann die Praxisprüfung ablegen, sodass ich es auch mal schaffen kann, mit dem Auto ein paar Kilometer weiter zu fahren, als ich, also meinen Radius zu erweitern. Ja? Jetzt habe ich ja sozusagen nur meinen Fahrradradius. Wie viel schaffe ich am Tag mit dem Fahrrad? Und mit dem Auto kann ich dann auch weiterfahren. Deshalb wollte ich das kurz einmal erwähnt haben. Das heißt, ich freue mich natürlich drauf, Sam, hör auf, das Stativ zum Wackeln zu bringen. Ich freue mich natürlich drauf, weitere Wälder zu erkunden. Ja? Weil nach einem Jahr, wenn man mehrmals in der Woche für Stunden rausgeht in einen Wald und der Wald ist nicht so riesig, dann hat man irgendwann mal alles gesehen. Samwise quengelt auch rum, das heißt, er sieht das genauso. Alles Schöne geht einmal zu Ende, genauso auch natürlich Bushcraft-Touren. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne deine Meinung unten in die Kommentare, Anregungen. Vielleicht hast du zum Beispiel im Raum Niedersachsen Vorschläge für schöne Wälder. Dann schreibst du mir gerne unten rein, da würde ich mich sehr drüber freuen. Hier links und rechts oben findest du natürlich weitere Videos. Ja, Bushcraft-Touren zum Beispiel, kannst du einfach mal durchklicken, wenn dir langweilig ist. Unten in der Videobeschreibung alle Infos, wenn nicht, Kommentare. Beantworte ich, alle sind glücklich. Ich sag dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.